Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Basis. Heute relativ früh, denn es ist ein neuer Book of Boba Fett Teaser oder Trailer rausgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das nennen soll, denn das ganze Ding ist mal eine Minute lang. In der letzten Woche hatten wir zwei, da würde ich schon eher sagen Teaser, die beide 30 Sekunden lang gingen, in denen vieles schon Bekanntes drin war und einiges weniges, was sehr interessant war, was eben neu war. Und heute in diesem Teaser-Trailer gibt es wesentlich mehr Neues, aber auch sehr, sehr viel Interessantes und ein bisschen auch was Altes. Und ich muss sagen, ich nehme das jetzt eben mitten in der Nacht auf, denn eigentlich nehme ich gerade Halo Infinite Let's Plays für Star Wars Basis Gaming auf, die jetzt im Laufe der nächsten Tage neben den Empire at War Let's Plays kommen sollen. Aber naja, Star Wars geht vor, Star Wars ist immer die Priorität. Deswegen hier meine Teaser-Trailer-Analyse mit all dem, was ich so in diesem Teaser-Trailer, was auch immer, gesehen habe. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr das nennen würdet, Teaser-Trailer oder was auch immer. Aber gut, als allererstes sehen wir hier einen Boba, der sich an Jabbas Palast heranschleicht. Und hier auch wieder in den Klamotten von Tatooine, also nicht in seiner Rüstung, in den Klamotten, die er am Anfang in The Mandalorian Staffel 2 trug. Das spielt also noch vor The Mandalorian. Im letzten TV-Teaser haben wir eine Slave One gesehen, die in einer Garage stand. Und da hatte ich euch schon gesagt, diese Garage sieht sehr aus wie die Garage aus der Battlefront 1 Map von 2015. Da gab es ja das Outer Rim DLC. Und da war eine Garage, in der die Kitana, heißt es glaube ich, die Segelbarke von Jabba drin stand. Und diese Garage, wo die Slave One in dem Trailer drin steht, sieht halt genauso aus. Also habe ich da geschlussfolgert, dass die Slave One hier in Jabbas Palast jetzt Bib Fortunas Palast steht. Und da gehen halt Fennec und Boba rein und Boba hat da auch noch nicht seine Rüstung. Jetzt sehen wir Boba ohne seine Rüstung eben vor Jabbas Palast. Und die Außenseite von Jabbas Palast sieht auch 1:1 so aus wie in der gleichen Map von Star Wars Battlefront. Denn in der Map gab es einen Draußenbereich und einen Drinnenbereich und es sieht 1:1 gleich aus, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich würde daraus schließen, dass das halt irgendwie am Anfang der Serie ist, dass Boba seine Slave One in Episode 6 in Jabbas Palast abgestellt hat und er sich jetzt mit Fennec da in Bib Fortunas Jabbas Palast, was auch mal einschleicht, die Slave One holt und dann irgendwann später mit seiner Rüstung halt nach The Mandalorian Staffel 2 zurückkehrt und Bib Fortuna tötet. Zwischendurch wird hier in diesem Teaser-Trailer der Bildschirm auch schwarz und oftmals haben wir ja so in Teasern dann so tiefe Bassgeräusche oder so. Sowas haben wir ja auch, das ist allerdings das Geräusch der seismischen Bombe noch ein bisschen tiefer gesetzt. Also der Bombe, die die Slave One in Episode 2 auf Obi-Wan mehrmals absetzt und die Boba Fett jetzt auch in The Mandalorian Staffel 2 das ein oder andere Mal eingesetzt hat. Dieses Geräusch ist einfach so cool, es ist mega geil, dass es eben mehrmals in dem Teaser auftaucht und ich hoffe, dass das auch einfach ein Hinweis darauf ist, dass wir öfter die Slave One und eben diese seismische Bombe auch in der Serie zu sehen bekommen werden. Okay, dann sehen wir Boba, der mit der Rüstung ausgestattet wird. Das haben wir in, ich glaube, mittlerweile allen Trailern, Teasern gesehen, dass dann so ein Droide ankommt, ihm den Helm anreicht. Hier sehen wir jetzt aber, dass er zwei dieser Droiden hat. Beides scheinbar baugleich, einer kommt von links, einer von rechts und die geben Boba so die Rüstungsteile an. Da ist so die Frage, brauchen das alle Mandalorianer für ihre Rüstung? Ich glaube fast nicht, aber es ist trotzdem cool zu sehen. Dann sehen wir über dieser Stadt auf Tatooine, die vermutlich vielleicht Bastine ist, ein Schiff, was meiner Meinung nach ein neues Schiff ist. Es scheint aber irgendwas von Bedeutung zu haben, weil wir es hier sehen. Aber wie gesagt, es ist glaube ich ein komplett neues Design, was ganz cool aussieht. Es sei denn, ihr habt das schon mal irgendwo gesehen, vielleicht kommt das in irgendeiner Kleinigkeit drin vor, in einer kleinen Nebengeschichte aus irgendeinem Rollenspielmaterial oder so, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Mir wird das jetzt erstmal nicht sagen. Dann kommen ein paar bekannte Shots und dann sehen wir mehr von diesen Swoop-Leuten. Da hatten wir in den Teasern schon zwei kleine Shots oder einen kleinen Shot von, wo wir zwei von diesen Swoops gesehen haben, die so vorausgefahren sind. Jetzt sehen wir das von der anderen Seite aus und das sind jetzt mehr als zwei. Das ist eine richtige Gang mit mindestens 10 Leuten, wenn nicht mehr. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was das für eine Gang ist. Interessant ist hier, dass hier sehr viele Nikto dabei sind, wenn es nicht vielleicht alle Nikto sind. Und die Nikto sind eine Spezies, die wir in Episode 6 kennengelernt haben. Und da wissen wir zumindest in Legends, dass die Nikto mehr oder minder eine Sklavenspezies für die Hutten waren. Das heißt also, dass so gut wie alle Nikto, natürlich nicht 100%, aber sehr viele Nikto in der Galaxis, mehr oder minder nur für die Hutten gearbeitet haben. Was bedeuten könnte, dass diese Gang früher mal für Jabba gearbeitet hat. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, auch im Kanon war es so, dass zumindest ein Großteil der Nikto von den Hutten versklavt war. Also das könnte gut hinhauen, dass die vorher mal zu Jabba passten. Was natürlich auch schön ist, dass das hier so gut ins Lore reinpasst. Da wird sehr, sehr detailgetreu gearbeitet, wie wir es auch schon aus The Mandalorian kennen.
Interessant ist hier aber, dass dieser erste Shot, den wir aus den anderen Trailern kennen, da habe ich immer gesagt, das sieht so aus, als ob da zwei Leute sitzen, einer mit einer Glatze und einer, der irgendwie keinen Kopf hat, was vermutlich eine optische Täuschung ist. Allerdings, dieser Typ mit der Glatze passt meiner Meinung nach nicht zu irgendeinem dieser Nikto, den wir jetzt hier sehen. Da ist so die Frage, was ist das jetzt hier? Ist der Typ mit der Glatze wirklich Boba Fett? Dann könnte es sein, dass der natürlich vorne vorfährt und der Shot, wo wir die ganz viele sehen, ist dann halt so ein Rückblick, was dann zwischen Boba Fett und den anderen ist, sodass wir Boba nicht mehr sehen auf dem Swoop und nur noch diese Nikto-Gang. Und dann ist die Frage, führt Boba die jetzt an? Er ist jetzt der neue Jabba in Anführungszeichen, hat jetzt die Kontrolle über die Nikto und führt jetzt seine Gang an Nikto irgendwo hin, um irgendwen aufzumöbeln? Oder flieht Boba hier vor so vielen Nikto, was auch wieder sehr, sehr krass wäre? Da bin ich mir, um ehrlich zu sein, noch nicht sicher. Dann sehen wir zwei Leute, zwei Menschen, die von zwei Nikto bedrängt werden, scheinbar in einem Gebäude auf Tatooine. Und ich muss sagen, ich habe das Video von Star Wars Explained schon dazu gesehen. Er hat ein vierminütiges, kurzes Video dazu gemacht. Und das hätte ich ohne Star Wars Explained nicht herausgefunden. Aber die beiden Menschen, die hier bedroht werden, sehen sehr nach Fixer und Cammy aus. Diese Namen Fixer und Cammy wird vielen von euch wahrscheinlich nichts sagen. Die Namen an sich haben mir auch nichts gesagt, aber das, woher die sind, hat mir was gesagt. Denn es gab von Episode 4 einige Deleted Scenes. Eine, wo Luke zu seinen Freunden geht, wo er Biggs auf Tatooine sieht, aber eben auch Fixer und Cammy, die beide Freunde von Luke sind. Und wenn man sich mal die Deleted Scene anschaut und dieses kurze Bildmaterial, was wir hier aus diesem Teaser haben, sieht der Mann schon sehr nach Fixer aus und die Frau schon sehr nach Cammy. Ist da irgendwie eine Verbindung zu Lukes alten Freunden? Das wäre schon interessant. Und Fixer hat hier etwas an, was sehr nach einer Jedi-Robe aussieht, nach einer dunklen Jedi-Robe. Aber man muss dazu auch sagen, auch in der Deleted Scene von 1977 hat Fixer etwas an, was ebenso aussieht wie eine Robe eines Jedi, nur in etwas dunkler. Da ist so die Frage, die Deleted Scene und The Book of Boba Fett würde vermutlich um die 9 Jahre dazwischen liegen. Da ist so die Frage, hat Fixer nichts anderes, was er anziehen kann? Sind die so ärmlich auf Tatooine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tritt dann Boba hier in Erscheinung. Zuerst sieht man nur seinen Schatten, dann sieht man Boba selbst. Er sieht da relativ bedrohlich aus. Versucht er den beiden Menschen zu helfen und greift die Nikto an? Oder sind die Nikto hier seine Handlanger und Boba will hier irgendwas von den Menschen haben und hat die Nikto einfach mal vorgeschickt, um die Menschen da zu bedrohen? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Allerdings ist hier auch interessant, wie Boba hier aussieht. Denn Boba scheint hier keine Augenbrauen zu haben, der sieht ziemlich fertig aus. Und der hat auch sein Hemd an, was sehr verdreckt ist und wo scheinbar viele Brandflecken drauf sind. Möglicherweise Brandflecken, vielleicht aber auch Säureflecken. Ist das die Kleidung, die er unter seiner Rüstung im Schlund des Sarlaks anhatte? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das könnte aber heißen, dass wir ihn da relativ früh nach dem Sarlak sehen, was interessant wäre. Dann sehen wir eine weitere Speeder-Verfolgungsjagd. Dieses Mal allerdings mit einem größeren Landspeeder, der von Speederbikes verfolgt wird. Oder vielleicht einfach die in Kolonne fahren. Der Landspeeder, der gibt aber ordentlich Gas und fährt einen Pit-Druiden um, den wir natürlich aus Episode 1 und weiteren Sachen kennen. Und die Speederbikes fahren hinterher. Das würde für mich eher für eine Verfolgungsjagd sprechen, bin ich mir aber nicht sicher. Das Interessante ist hier, die Speederbikes sehen wesentlich farbenfroher und auch etwas hochwertiger aus als die Swoops-Speederbikes aus dem anderen mit dieser Nikto-Gang. Für mich sieht das so aus, als wären diese Nikto mit ihren Swoops halt irgendwie so sehr tiefes Unterwelt, so quasi kleine Drogenverticker oder was weiß ich nicht, halt so Kleinkriminelle. Und diese Speederbikes hier sehen mehr nach teuren Kiddies aus, sagen wir es mal so. Oder zumindest hochwertiger, was interessant ist. Es sind auf jeden Fall nicht die gleichen Sachen. Und dann kommen noch zwei weitere Sachen, die potenziell sehr, sehr interessant sein können. Zum einen sehen wir einen Twi'lek. Einen Twi'lek, den wir schon bei diesem Itorianer gesehen haben. Und der Itorianer scheint ja laut den Untertiteln Mayor genannt zu werden, was Bürgermeister bedeutet. Aus Leaks hatten wir auch schon erfahren, dass es einen Itorianer-Boss in irgendeiner Art und Weise geben könnte. Also dieser Itorianer scheint wichtig zu sein. Und dieser Twi'lek scheint in irgendeiner Art und Weise mit dem Itorianer verbunden zu sein. Wo wir ihn jetzt in diesem Teaser sehen, ist aber nicht in diesen Räumlichkeiten von dem Itorianer, sondern in Jabbas-Bib Fortunas-Bobas Palast. Wir wissen natürlich jetzt nicht, steht er da vor Jabba, steht er da vor Bib Fortuna, steht er da vor Boba, in welcher Zeitlinie spielt das jetzt, was wir da sehen, aber er steht auf jeden Fall in diesem Palast. Und direkt danach sehen wir einen Shot von unten gefilmt, durch ein Gitter durch, und Boba und Fennec, die auf dem Thron von Jabba sitzen, fahren mit den Repulsern dieses Throns langsam auf dieses Gitter zu.
Das heißt, die Kamera sitzt quasi unten in der Rancor-Grube und guckt, wie dieser Thron mit Boba und Fennec langsam auf sich zufährt sozusagen. Das ist jetzt die Frage, haben die den Twi'lek in die Rancor-Grube geworfen? Und wenn ich den Twi'lek, wer ist dann da unten drin? Und die andere Frage ist, ist dann da nur der Twi'lek oder irgendein anderes armes Opfer drin oder ist dann noch irgendein Monster drin? Vielleicht ein neues Monster, was cool wäre? Oder vielleicht doch ein neuer Rancor, ein neuer alter Rancor? In The Bad Batch haben wir immerhin Moochie kennengelernt. Eine junge, sehr junge Rancor-Dame, die dann von Bib Fortuna abgeholt wurde, um zu Jabba zu gelangen. Da haben viele schon gesagt, oh, das ist der Rancor, der in Episode 6 stirbt. Jetzt habe ich den in The Bad Batch so lieb gewonnen, warum müsst ihr mir das antun? Aber nein, der Rancor, der in Episode 6 stirbt, war eben Patissa, ein männlicher Rancor. Moochie ist ein weiblicher Rancor. Zwei verschiedene Rancors. Könnte natürlich sein, dass Jabba einfach 5, 6 Rancors gleichzeitig hatte und Luke eben Patissa getötet hat und Moochie in einem Abteil daneben saß und jetzt, als Boba dann kam, Moochie noch da war. Was eine interessante Verbindung zu The Bad Batch wäre, auch wenn ich jetzt nicht so ganz sehe, dass das so unbedingt nötig wäre, ich weiß es nicht. Schreibt eure Gedanken dazu auf jeden Fall mal unten in die Kommentare und das war auch schon der minütige Teaser. Sehr, sehr interessant. Viel zur eigentlichen Story haben wir immer noch nicht bekommen und ich würde auch sagen, das ist immer noch so Bildmaterial aus der ersten und zweiten Folge. Es wird sehr, sehr spannend. Es ist sehr viel offen und ich bin froh, dass sie uns nicht so viel über die Story erzählen. Klar wäre so ein bisschen gerade aus der ersten Folge vielleicht gar nicht schlecht, meiner Meinung nach, wenn wir da ein bisschen mehr erfahren würden. Aber ansonsten, dass der Rest der Serie so sehr in Geheimnis behalten wird und für uns damit so frisch gehalten wird, das finde ich ziemlich cool. Lasst mir eure Gedanken dazu natürlich gerne unten in den Kommentaren da. Bin gespannt, was ihr sagt. Auch wenn ihr noch was anderes gefunden habt, was ich vielleicht nicht gesehen habt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo mit einem Klick auf die Glocke da. Hier findet ihr jetzt noch ein Video über das komplette Leben von Boba Fett, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Und hier die anderen Teaser- und Trailer-Analysen zu The Book of Boba Fett. Schaut da auf jeden Fall mal rein, verpasst das nicht. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.